Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Biken mit Kids Real World Track. Heute geht es um ein 16 Zoll Kinderfahrrad der Marke Kubikes. Das hat unsere Tochter jetzt eine ganze Saison gefahren, bei wirklich jedem Wetter, Winter, Sommer. Wir waren viel auf Touren und ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie das Bike aussieht, beziehungsweise was uns gut gefallen hat und was uns nicht so gut gefallen hat. Viel Spaß! Bremsen verbaut Kubikes immer die Tektro-Bremsen, die sind auch vielen Kinderfahrrädern drauf. Wir finden die eigentlich auch super, die laufen auch immer noch geschmeidig, obwohl sie ein Jahr drin sind jetzt. Und ja, haben einen recht schmalen Bremsweg, wirklich kindgerecht von der Größe her. Also das ist wirklich was, wo selbst die ganz Kleinen oder unsere Tochter mit 4 Jahren, wenn sie wollte, eine Vollbremsung hingelegt hat. Papi hat immer geschimpft, wenn die Reifen dann durch waren. Aber es geht, ist auch wichtig. Also sie fühlen sich da wirklich sicher, können es gut kontrollieren. Man kann sie schön einstellen, schön nah zur Felge hinsetzen. Also ja, tut was es soll. Besonderheit an dem Radl ist, dass wir hier noch die SRAM Automatics drin haben. Meines Wissens gibt es sie jetzt, glaube ich, so gar nicht mehr. Kubikes liefert jetzt mit 2 verschiedenen Zahnkranzgrößen das Fahrrad aus. Bisschen das Problem bei den Kleinen ist, dass sie eigentlich eine kleine Übersetzung brauchen, dass sie gut losfahren können. Der Nachteil ist, dass sie halt nicht besonders schnell sind und diese Automatics, die hat halt ab einer bestimmten Drehzahl, man hört es auch ein bisschen, schaltet es im Endeffekt jetzt, man hört es glaube ich, schaltet es auf eine innen auf eine andere Getriebegröße um und hat eine stärkere Übersetzung. Nachteil ist, dass das Ding fast 1 Kilo wiegt und ja, natürlich das Radl dementsprechend schwerer macht. Aber wie gesagt, ich fand das Radl super. Ich habe auch schon das zweite Bike, das wir mit der Automatics gekauft haben, von Kubikes, und ich würde es auch wieder kaufen. Bei so einem kleinen Fahrrad scheint es aber nicht mehr zu geben. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Lager, ja, Laufräder, alles eigentlich nach wie vor stabil, reibt nichts, alles okay. Was ich dieses Jahr oder also letztes Jahr auch erstmals gekauft habe von Kubikes, sind die Pedale von 52 Parts. Die finde ich richtig gut, die schauen ein bisschen fies aus. Viele Eltern werden sich denken, oh, da tun die Schienbeine weh. Aber die sind vorne abgerundet und also wir hatten keinen Schienbeinunfall damit, aber die Kinder haben wirklich einen Top-Grip mit allen Schuhen auf den Pedalen, rutschen nicht so weg. Kommen gut runter, kommen gut rauf. Sattelstütze ist auch von 25 Parts, die rostet leider oben ein bisschen, aber mein Gott, ist jetzt auch nicht das wichtigste Teil. Sattel vielleicht noch, da haben die Kleinen diesen Kubikes hausinternen Sattel drauf, der auch von der Sitzgröße optimal passt. Und von der ganzen Geometrie des Fahrrads ist es eigentlich auch so, dass die Kids relativ flach sitzen, im Gegensatz zu Wohnbikes, wo sie sehr, sehr aufrecht sitzen, was mir aber ehrlich gesagt gar nicht taugt, weil sie da extrem instabil auf dem Bike sitzen. Mit den Kubikes sitzen sie wirklich schön im Fahrrad, haben Kontrolle, haben im Endeffekt eine Position am Fahrrad, wie wir Erwachsenen auch. Also alles gut, würde ich genauso wieder kaufen. Gibt es in verschiedenen Farben. Kubikes macht alle Fahrräder in den gleichen Farben. Ja, solltet ihr Fragen haben, schreibt mir. Es gibt es dann gleich noch ein anderes Review. Schaut auf unserer Webseite vorbei oder auf dem YouTube-Channel. Da gibt es noch Reviews zu den anderen Kubikes. Ciao, servus!